Zimtkuchen, dieser köstliche Kuchen Stan Meat V11, dem Mann meiner Kollegin Petra. Er entdeckte diesen Essehatz in einem alten norddeutschen Kotink und bückt diesen Kuchen jedes JCD im Herbst für seine Kunden. Ein ehrwartes Rezept, das CDR sehr raffiniert schmeckt. Pin für eine Springform, 28 cm Nullmürbeteig, 250 Gramm Mehl, eine Messerspitze Backpulver, 65 Gramm Zucker, 125 Gramm kalte Butter, plus mehr für die Form 1 Ei, Größe M, eine Prise Salz, Zimtfüllung, 3 Eier, 125 Gramm Sahne, 125 Milliliter Milch, 150 Gramm Zucker, 200 Gramm gemahlene Mandeln, 4 Stück geriebener Zwieback, Klammer auf, ersatzweise 40 Gramm Semmelbrösel, Klammer zu, L. Zimt, 1,5 Teelöffel Backpulver, das Mehl mit dem Backpulver in eine Schüssel, 7 Zucker, Butter, Ei und Salz dazugeben. Mit den Knethaken des Handrührgeräts und anschließend mit den Händen rasch zu einem glatten Mürbeteig kneten. Den Teig zu einer Kugel formen, in Frischhaltefolie wickeln und 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Die Zutaten für die Füllung in eine Rührschüssel füllen und zu einer sämigen Masse verrühren. Den Backofen auf 180 Ober-Unterhitze vorheizen. Die Springform ausbuttern. Den Mürbeteigboden ausrollen, in die Form geben und dabei einen Rand hochziehen. Die Füllung auf den Boden gießen. Auf der zweiten Schiene von unten 45 bis 50 Minuten backen, bis die Füllung fest und der Mürbeteigrand gebräunt ist.